Sonic, the heart of your system. Ich habe in der Vergangenheit immer wieder Kommentare von euch gelesen, wo drin stand, ey Roman, kannst du endlich mal aufhören, die ganze Zeit Intel-Hardware zu machen, du alter Fanboy und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, klar, okay, machen wir mal ein AMD-System, gar kein Thema. Und weil sich auch viele beschwert haben, kannst du mal Hardware machen, die nicht immer nur so teuer ist, wie 28 Kerne, machen wir ein AMD-Budget-System. Also relativ Budget. Ihr seht, ich habe vor mir die Radeon 7 liegen. Die ist natürlich nicht ganz so günstig, kostet ca. 700 Euro. Dementsprechend ist es zwar Budget, aber High-End-Budget, sagen wir es mal so. Und die Radeon 7 kam ja am Donnerstag auf den Markt. Ich habe dazu schon ein Video gemacht zu Trockeneis-Overclocking und die gleiche Karte verbauen wir heute in einem Evolve Shift X. Was die Leistung betrifft, ist die Radeon 7 ja circa auf Niveau von einer 1080 Ti und einer 2080 Ti. Haargummi habe ich hier verboten, deswegen. So, die Radeon 7, wie gesagt, circa auf dem Niveau von 1080 Ti bzw. RTX 2080. Die Radeon 7 könnte ein bisschen mehr Leistung haben, wenn wir sie übertakten könnten. Das habe ich euch auch schon im letzten Video erklärt und ich hoffe mal, dass AMD da bei den Treibern nachbessern wird, aber das ist auf jeden Fall mal unser Fokus für das heutige Video. Das Ganze kommt auf ein Asus Mini ITX AMD Mainboard und ich hatte hier die Auswahl zwischen einem X470 und einem B450. Beide Boards hatte ich hier liegen und dann habe ich mich erstmal gefragt, was ist eigentlich so der Unterschied zwischen den beiden Boards? Also wenn wir die mal kurz so in die Hand nehmen, dann seht ihr, dass die Boards eigentlich optisch komplett identisch sind, auch wenn man so den vorderen Bereich betrachtet, also ich sag mal I.O. Shield und schaut sich an, was für Anschlussmöglichkeiten wir haben, ist B450 und das X470 Board eigentlich komplett identisch. Die beiden Chipsätze unterscheiden sich ja hauptsächlich auch darin, dass der X470 mehr PC Express Lanes hat, was wir in dem Fall von dem Mini ITX System auf jeden Fall nicht brauchen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass wir das B450 Board nehmen, was ca. 45 bis 50 Euro günstiger ist. Darauf packen wir einen Ryzen 2600X, also ein Ryzen 5. Eigentlich wäre mir der 2600er ohne X lieber gewesen, weil der preis-leistungstechnisch eigentlich die bessere CPU ist. Ich hatte jetzt aber nur einen X da, deswegen werden wir jetzt den X nehmen. Aber stellt euch vor, wenn ich jetzt euch die Konfiguration empfehlen würde, dann würde ich sagen, greift zu der CPU ohne X. Die werden wir dann später noch versuchen zu übertakten und gegebenenfalls auch zu Undervolten. Da schauen wir einfach mal, was wir am Ende aus der CPU rausholen können. Gekühlt wird der Ryzen von einer Ryu 240 All-in-One Wasserkühlung und natürlich ist dort für mich wieder RGB verbaut, wie soll es auch anders sein. Und es ist in der IO ein Display verbaut, wo man die Temperatur der CPU ablesen kann. Zurzeit ist an der IO noch die Intel-Halterung dran, die werden wir gleich noch gegen die AMD-Halterung austauschen. Und dann werden wir noch die Asus-Lüfter montieren, die im Lieferumfang enthalten sind. SSD und Arbeitsspeicher kommen von Crucial und die SSD ist eine BX500 mit 480 GB und die ist vom Preis her günstig, aber trotzdem sehr schnell. Beim Arbeitsspeicher haben wir ein Ballistics Tracer RGB-Kit mit 16 GB und 3000 MHz. Deutlich schnellere Arbeitsspeicher-Kits wie 4000 oder mehr MHz funktionieren bei Ryzen nicht und deshalb ergibt es keinen Sinn. Also gebt euer Geld nicht dafür aus. Das Netzteil kommt wieder von Seasonic. Wir haben hier ein SGX 650 Watt Gold zertifiziertes Netzteil. Ist ein Netzteil im SFX Standard. Das bedeutet, es ist ein bisschen kleiner als ein ATX Netzteil. Rein theoretisch könntet ihr im Shift X auch ein ATX Netzteil verbauen, aber da hat man dann ein paar Einschränkungen, was zum Beispiel Lüfter- oder Radiator-Mountings betrifft. Da müsst ihr natürlich im Einzelfall prüfen, was genau ihr verbauen wollt, ob ihr da eine große IO oder sowas verbauen wollt und gegebenenfalls Plätze blockiert, aber ansonsten könntet ihr auch ein ATX-Netzteil verbauen. Wenn ihr ein SFX-Netzteil verbauen wollt, kann ich euch auf jeden Fall dieses Netzteil empfehlen, ist schön leise und auch vollmodular. Für die Optik verwenden wir schwarz-rot gesleevte Cable-Mod-Kabelverlängerung in rot-schwarz, passend zu Asus und der Radeon 7 und wir haben noch zwei RGB-Streifen von Asus. Thank you.
sind gerade kurz auf eine kleine Problematik gestoßen beim Einbau des Netzteils. Also wir haben jetzt hier mittlerweile das Seasonic-Netzteil im Gehäuse eingebaut. Und jetzt ist es natürlich so, weil das Netzteil nach unten gerichtet ist, können wir das Kabel nicht normal von unten einfach nur einstecken und aus dem Gehäuse rausführen, sondern hier ist so ein Adapterkabel dabei, das ins Netzteil gesteckt wird und dieser Stecker sitzt dann hier im Gehäuse. Und bei anderen Systemen, die ich bisher gesehen hatte, war das so, dass das Kabel eben so drin steckt im Netzteil, dann nach unten diese Schlaufe macht. Bei uns ist es allerdings so, dass der Stromstecker quasi 90 Grad gedreht ist. Und ihr seht es schon, wenn ich das jetzt hier einstecken würde, dann kollidiert es hiermit. Das habe ich hier so ein bisschen, ist natürlich immer schön so, an 230 Volt schön ein bisschen was wegschneiden. Der Elektriker unter uns wird sich freuen, aber das geht schon. Das ist nur ein bisschen von der Ummantelung, die wir hier abgeschnitten haben. Und jetzt sollte das eigentlich hoffentlich hier reinpassen. Der Großteil ist mittlerweile im System eingebaut, das komplette Mainboard-Bundle ist drin, die SSD ist drin, Netzteil ist drin, die ganzen Kabel sind soweit schon mal durchgeführt. Das einzige Problem, oder was mir nicht so gefällt, ist, dass wir leider das 24-Pin-Kabel hier durchführen müssen, weil es ansonsten zu kurz ist, um es außenrum zu führen. Und jetzt ist mir aber auch aufgefallen, dass ja die Grafikkarte, die auf der Rückseite verbaut wird, die jetzt gleich noch reinkommt, also die schöne Radeon 7, die wir hier haben, die kommt jetzt in diesen Slot rein. Ich dachte irgendwie immer, dass die in dieser Orientierung dann im Gehäuse sitzt, aber sitzt in dieser Orientierung. Mary findet es trotzdem schön, ich finde es in der Orientierung nicht ganz so geil wie vorher. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass die Kabel ja letztendlich, die zwei 8-Pin-Kabel von hier unten auch wieder weggehen und wir die wieder runter zum Netzteil führen müssen. Das heißt, wir haben sowieso Kabel, die hier unten drin rumhängen, deswegen ist das auch nicht weiter schlimm, dass wir schon das 24-Pin Kabel hier so lose im Gehäuse hatten. Also Grafikkarte noch rein, die I/O reinbauen, schön schauen, dass alle Kabel passen und dann sind wir schon fertig. Sowas passiert übrigens, wenn man Stecker nicht auseinanderzieht, wie man es eigentlich machen sollte, also beide in der Hand halten und das so macht wie ich und einfach so das Kabel in der Hand hält und dann hier am Stecker zieht, ja, dann reißt man eben den Stecker hier aus dem anderen Stecker raus, war nicht so intelligent, das heißt, das muss ich erstmal kurz wieder einlöten. Ich werde jetzt die Lüfter auf der I/O befestigen und zwar werde ich sie so montieren, dass die Luft vom Innenraum nach außen geblasen wird. Denn im Innenraum haben wir jetzt hier schon den Lüfter und den hier unten und die blasen die Luft rein. Thank you.
Damit sind wir auch schon am Ende des Radeon 7 Mini ITX PCs angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat uns auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, mal wieder so ein PC zu bauen. Ist optisch auch ein absoluter Hingucker geworden, finde ich. Im nächsten Video schauen wir uns dann die komplette BIOS-Konfiguration an und hoffentlich hat AMD bis dahin auch die Treiber im Griff, dass wir die Radeon 7 auch entsprechend etwas übertakten oder untertakten können und somit auch noch ein bisschen mehr Leistung aus der Radeon 7 rauskitzeln können. Natürlich schauen wir uns auch noch die ganzen anderen Software an, RGB-Konfiguration und so weiter. Wie gesagt, hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Kabel verwenden wir diesmal von Kabelmod und zwar die Gisleeve. Warum fliegt jetzt eine Motte rum? Die wird man hart im Bild sehen. Unser Freund, die Motte ist wieder da. Verschwinde. Jetzt geh hin. Hast du? Ah, nice. Möchtest du keine Haustiere haben? Ich hab schon ein Haustier.